Hallo, hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Dukaskope TV mit Anthony Smoker aus der Atlantic Omnium SA. Werde ich heute über Investitionsmöglichkeiten in Anleihen sprechen. Hallo, Anthony, hallo. Warum investieren Sie in Anleihen? Die Staatsanleiherrenditen sind doch so gering momentan. Wir investieren nicht direkt in Staatsanleihen. Wir investieren in kooperative Kredite. Und in manchen Ländern sind die Rendite sehr interessant. Während sich die Staatsanleiherrenditen gerade bei weniger als 2% befinden, kann man aus den kooperativen Krediten 5-6% rausholen und sogar mehr, ganz unabhängig von der Höhe des Leitzinsens, geben uns die kooperativen Kredite sehr gute Spreads, während die Risiken eingeschränkt bleiben. And so whether interest rates go up 1/4% or 0.5%, these corporate credits are giving very good spreads for relatively little risk. Fantastic. So how do welche Möglichkeiten bietet die neue Regulierung im Finanzsektor? Die neue Regulierung, die seit dem Beginn der Krise in 2009 eingeführt wurde, ist viel strenger als die bisherige. Dieser Prozess hat mehrere Jahre eingenommen. Die Regierungen möchten die Situation vermeiden, in der die Steuerzahler die Banken retten müssen. Die neue Regulierung verlangt von den Banken einen viel größeren Eigenkapitalumfang gegenüber ihrer Vermögenswerte. Wenn Sie also über einen 5%igen Aktienkapitalumfang gegenüber 100%iger Darlehen verfügen, können Sie sehr schnell pleite gehen. Wenn Sie aber über einen 10%igen Aktienkapitalumfang verfügen, sind Sie zweifach abgesichert. Mit den Jahren sind die Banken sehr stark geworden. Aus diesem Grund haben die Banken aufgehört, aufgrund eines Geldmangels den Aktienmarkt aufzusuchen, weil das den Wert ihrer eigenen Aktien abwertet. Somit arbeiten diese einerseits für die Gläubiger und andererseits erteilen sie nachrangige Verbindlichkeiten, einschließlich neuer Formen nachrangiger Verbindlichkeiten, was ein gutes Polster ermöglicht. In guten Banken ist das eine sehr rentable Sache. Do not necessarily want to go to the equity markets to raise that, because that pushes down the price of their shares. So they work for the debt holders on the one hand, and on the other hand they issue subordinated debt, including new forms of subordinated debt, in order to provide a buffer. And some of these new issues, particularly in the good banks, give very good returns. Die Rohstoffpreise sind gesunken. Wie erfolgreich sind Investitionsmöglichkeiten in Anleihen, die von schwachen Rohstoffpreisen betroffen wurden? Ja, die Rohstoffpreise sind gesunken und werden auch weiter tief bleiben, was für viele Bergbauunternehmen ein großes Problem ist. Die Erträge solcher Unternehmen haben sich arg verringert und das hat wiederum die Schulden dieser Unternehmen stark beeinflusst. Die Schuldenpreise sind erheblich gesunken. Aus diesem Grund mussten sich diese Unternehmen an ihre Gesellschafter wenden, mit der Bitte, das Aktienkapital des Unternehmens zu vergrößern. Die Kapitalaufwendung wurden somit gekürzt und im Falle des Herrn Glencore in der Schweiz hat man sogar die Dividenden gekürzt und neues Eigenkapital aufgenommen. Heute befinden sich die langfristigen vorrangigen Schuldenrenditen bei 7% und das ist eine interessante Sache. Außerdem gibt es viele Unternehmen, die weniger mit dem Bergbau zu tun haben, sondern mehr mit der Logistik verbunden sind. In solch einem Fall machen die aktuellen Preise keinen großen Unterschied. Es geht hier mehr um das Volumen, um den Rohstoffumfang, mit dem sie handeln. Ein perfektes Beispiel dafür ist das lokale Schweizer Unternehmen mit dem Namen Trafigura, dessen fünfjährige Anleiherendite über 7% aufweisen. Wir finden, dass dies eine sehr tolle Möglichkeit ist. Ein Beispiel davon ist eine lokale Company oder eine partly lokale Company in Switzerland, die Trafigura. Their Euro 5-year debt now gives over 7% yield. We think this is very interesting. Anthony, ich bedanke mich für Ihren Beitrag heute. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran, denn das Dukaskope TV-Team hat für Sie noch eine Menge weiterer interessanter Interviews vorbereitet. Bis bald.